Moin, meine Lieben, was geht ab und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Update-Video zu The Crew 2 und zwar zum Thema Flashback alias Season 9 Episode 2. Und ja, damit bestätigt sich in der Tat der Leak, den ich vor einer Woche oder was auf YouTube mal gepostet hatte zum Thema neue Season. Und bin auch nur so ein bisschen nicht stolz auf mich, weil war nicht mein Leak. Ich habe es nur weitergegeben. Also lasst wie immer gerne ein Like und ein Abo da. Ich gebe euch alle News, die ich so habe und dieses Mal sind es auch offizielle News. Okay, bevor wir loslegen, also, was genau ist der Fakt? Es ist jetzt gerade Motorfest Release, dementsprechend ist Ubisoft bzw. Ivory Tower so überfordert mit allem, dass es keinen Early Access gibt. Die haben einfach zu viel zu tun mit Motorfest, vollkommen klar. Early Access für The Crew 2 ist nicht, dementsprechend habe ich keinen vollen Vorabzugriff und kann euch nicht alle Events und alles schon vorher zeigen, wie ich das sonst immer vor den Updates tue, aber wir können natürlich trotzdem über die Basics reden, weil die haben uns netterweise zwei Bilder zur Verfügung gestellt zur neuen Season. Also, worum geht es? Es geht um Season 9 Episode 2 alias die Flashback Season. Da haben wir vor einer Weile schon drüber geredet. Wurde bzw. ist aufgefallen, dass es mehrere Hinweise dazu in The Crew 2 gibt. Gab es ein Video zu von mir zu diesen Hinweisen und das war es auch schon soweit. Und jetzt ist es bestätigt, das ist die neue Season, die am Mittwoch startet. Warum das Datum so gewählt ist, dass die neue Season startet in derselben Woche, wo Motorfest released wird, kann ich euch nicht sagen. Ist keine neue Season, nur neue Episode. Bevor das wieder falsch ist, gibt kein Update, aber trotzdem neuer Motorpass, neue Summits, neue Fahrzeuge, blablabla. Keine Ahnung, warum das in derselben Woche kommt wie Motorfest, das kann ich euch nicht sagen, aber wir gehen jetzt einfach mal kurz alles durch, was ich so bekommen habe. Ich habe zwei Bilder erhalten und die wollen wir uns angucken. Wir fangen an mit den Summits. Relevant sind für uns natürlich eigentlich nur die Fahrzeug-Summits, der Rest ist erstmal egal. Wir beginnen am Anfang hier mit der Thunderwave Edition, die wieder zurück ins Spiel kommt. Die gab es schon vorher, den Mazda. Den kriegen wir wieder und zwar in der zweiten Woche, also quasi jetzt nicht diesen Mittwoch, sondern nächste Woche Mittwoch gibt es den zurückzubekommen. Zwei Wochen später kriegen wir dann den Ford Addict 2 Summit mit einer neuen Variante des Ford GT. Ich nehme mal an Hypercar, ganz genau garantiert kann ich es noch nicht sagen, aber ich gehe davon aus. Mit am interessantesten vom Summit her finde ich den Player's Choice Summit, weil das immer so eine Sache ist, man weiß nie genau, was da so auf einen zukommt. Ich bin gespannt, ob das nur ein alter Player's Choice ist, der wieder reinkommt. Oder ob da irgendwie neu ausgewählt wurde, was für Events sich die Spieler wünschen. Weil ich erinnere mich nicht, dass da so eine Umfrage stattgefunden hätte. Aber wer weiß, vielleicht habe ich es auch einfach nur verpasst. Das soll ja mal passieren. Also hier tatsächlich irgendwelche Events, die sich die Community mal irgendwann irgendwie gewünscht hat. Also vielleicht haben wir hier sogar die Chance, mal wieder New York in einem Summit zu fahren. Das fände ich geil. So, dann geht's weiter mit einem alten Summit, der wiederholt wird. Und zwar die Pole Position alias die Powertrack-Version von dem Touring Car Bike hier. Meiner Meinung nach ziemlich uninteressant, aber das ist Geschmackssache. Ich mag halt einfach keine Motorräder. Das geht ja einigen Leuten aber anders. Von daher, meh. Wenn ihr es mögt, da ist es und wird für euch wiederkommen um den 18. Oktober rum. Wer es braucht. Dann geht's um das nächste, ist das Best of Flashback Summit. Da wird es wohl um die neuen Rennen gehen und gleichzeitig gibt es ein neues Auto. Die neuen Rennen sind die vier neuen Flashback Events. Ihr seht schon hier die Pyramide im Hintergrund und so weiter. Das war schon auf dem letzten Leak-Bild, was es zu dem Thema gab, mit zu sehen. Jetzt hier auf jeden Fall bestätigt vier neue Flashback Events. Die werden wohl alle in diesem neuen, gehe ich zumindest mal aus, Flashback Summit drankommen, wahrscheinlich mit zwei anderen Flashback Events. Das werden wir dann aber genauer sehen, wenn es soweit ist. Und als Belohnung gibt es dann hier den Cartoon-Style Mazda alias Flashback Mazda. Ob man den jetzt wirklich braucht, ist so eine Ansichtssache. Es ist allerdings tatsächlich so, dass jetzt wahrscheinlich die Hälfte von euch sagt, was soll der Schrott, sowas hat da auf dem Auto nichts zu suchen. Tatsächlich ist das ja aber mittlerweile ein relativ anerkannter Stil. Es gibt Leute, die versuchen, ihre Fahrzeuge wirklich so zu lackieren, dass die cartoonmäßig aussehen. Also das gibt es tatsächlich schon. Also finde ich es auch nicht zu abgespaced für ein The Crew-Spiel. Ich weiß nicht, da werden sich die Meinungen scheiden. Schreibt gerne eure Meinung natürlich wie immer in die Kommentare. Wenn ihr mal zu irgendwas eine Meinung habt, teilt die gerne. Solange sie nicht beleidigend ist, lese ich sowas immer gerne in den Kommentaren. So, dann geht es weiter. Summit-technisch passiert hier nichts Besonderes mehr. Wir haben hier den Smoking Tires Summit. Ich hatte kurz die Hoffnung, ich bin mir auch nicht sicher, aber ich glaube, es wird nicht so sein, dass das hier der Drift Summit ist, alias nur Drift-Events. Und das hätte ich extrem gefühlt, aber ich glaube, dass der das nicht ist. Wenn das ist, wäre das auf jeden Fall ein geiler Summit, um mal seine maximale Summit-Punktzahl rauszuholen. Weil da könnte man auf jeden Fall sehr, sehr, sehr viele Punkte holen. Wäre auf jeden Fall witzig, aber da ist es tatsächlich dann auch vom Ranglistenplatz her schwer ganz oben zu landen, weil da sind nur die ganz harten Schwitzer. Also gut, haben wir. Ich glaube, wie gesagt, eh nicht, dass es der Drift Summit ist. Könnt ihr mich auch gerne in den Kommentaren berichtigen, wenn es jemand weiß.
Gut, dann haben wir neue Prestige-Objekte. Sehen wir hier nur 3 Stück, aber gehen wir trotzdem kurz drauf ein. Wir haben das Flashback-Outfit, wir haben einen Forgotten Island-Reifen, also einen Schädel, der aus einem Reifen rauskriecht. Für mich sehr motorfest angelastet, wie ich finde. Und wir haben die Sakura-Unterbodenbeleuchtung, die, wenn man sich das bildlich ein bisschen vorstellt, beinahe so aussieht wie die Haare von Sakura in der Serie Naruto. Ist aber ein bisschen weit hergeholt, ist halt einfach eine passende Unterbodenbeleuchtung für die Sakura Edition von dem... Ist das nicht sogar von demselben Mazda? Ich weiß es nicht. Ich komme durcheinander bei fast 600 Fahrzeugen mittlerweile. So, und dann kommen wir zu der, wie ich finde, fast schon interessantesten Information auf diesem Bild. Und das ist der Motorpass. Und ihr seht schon, die Benennung ist kein Zufall. Das Ding heißt Final Motorpass. Also das ist der letzte Motorpass für The Crew 2. Es wird keinen anderen mehr geben. Und das finde ich tatsächlich eine ziemlich heftige Nachricht. Ist zwar eigentlich zu erwarten gewesen, dass es mit Motorfest, mit The Crew 2 jetzt zu Ende geht, weil Motorfest da ist. Aber dennoch finde ich, ist das was, das kann man ein wenig betrauern. Eine Ära geht zu Ende und. Trotzdem hauen sie dafür einfach nochmal raus und zwar mit 4 sehr heftigen Fahrzeugen. Ich habe mal so mich umgehört, was man da so, ne, was da so zu erwarten ist. Alles ohne Garantie, aber im Prinzip, nach dem, was ich optisch erkennen kann, ich bin da absolut kein Profi, scheint das ein Jaguar CX75 zu sein. Habe ich mir auch nochmal bestätigen lassen, bin ich nicht der Einzige, der das so sieht. Dann haben wir einen BMW M2, das soll wohl die B-Edition sein, alias Bienen-Edition. Ja, sieht optisch auf jeden Fall ganz nice aus, finde ich nicht schlecht. Dann haben wir den Volkswagen Golf 8R, so, kann man, ja, warum nicht? Neuer Golf, warum nicht? Schade nicht. Vor allen Dingen, wenn ich mir überlege, dass der irgendwann in Motorfest übernommen werden kann. Das heißt, auch den sollte man sich wahrscheinlich nicht entgehen lassen, genauso wie den BMW. Die finde ich schon beide echt nice eigentlich. Und jetzt kommen wir aber zu dem, was eigentlich für mich hier das Interessanteste ist, weil was ist das für ein Auto? Ihr könnt gerne mal kurz drüber nachdenken. Pausiert das Video, ich sag's euch gleich. Aber auch da wieder keine Garantie auf die Aussage. Das sind Vermutungen, Schätzungen und Leaks. Das ist jetzt keine bestätigte Information von Ubisoft. Für mich sind hier Teile von einem Ferrari F40 an der Seite. Irgendwie sieht das Ganze vorne aber auch ein bisschen aus wie ein Lamborghini Diablo. Keine Ahnung. Es hat total viele Aspekte von total vielen Autos. Im Endeffekt ist das soweit. Es heißt, ein eigens erstelltes Auto von Ivory Tower, also ein Proto. Proto ist ja so die Marke für Fahrzeuge, die Ivory Tower selber quasi erfindet, so wie ich das für mich empfinde. Und ja, das Ding soll heißen Proto Flashback. Also passend zur Season soll der quasi einen Flashback bieten. Proto Flashback heißt das Ganze. Und was der kann, welche Klasse der hat, etc. pp. Schlag mich tot, keine Ahnung. Irgendwo wird es im Internet stehen, irgendwo wird es schon jemand geleakt haben. Ich halte die Augen zu, wenn es jemand in die Kommentare schreibt und dann wissen wir alle Bescheid. Was der kann, keine Ahnung. Im Endeffekt, ob der interessant ist, schwer zu sagen, aber er wird auch in Motorfest übertragbar sein. Also nehmen wir den auf jeden Fall mit und lassen uns den nicht entgehen. Denn es ist schließlich das letzte Motorpass-Fahrzeug, was wir jemals bekommen werden, okay? In The Crew 2. Wer weiß, ob dann Motorpässe in Zukunft in Motorfest stattfinden. Das weiß ich tatsächlich auch nicht. So, und dann habe ich noch ein anderes Bild bekommen. Auch das wollen wir uns ganz kurz angucken. Ist im Vergleich wahrscheinlich für die meisten weniger interessant. Da geht es schlichtweg um alte Motorpässe. In jeder Season kommen ja auch ein paar alte Motorpass-Fahrzeuge zurück. Das ist auch dieses Mal so. Und zwar kriegen wir hier, ich glaube, tatsächlich alle Motorpass-Fahrzeuge, bevor die Motorpässe quasi nicht mehr Ingame-Währung waren. Also hier sehen wir schon, Motorpass Seasons 3 und 4. Ich glaube, ab 5 konnte man es für normal Ingame-Bugs kaufen. Also Motorpässe 3 und 4 sind hier erhältlich. Und wir sehen schon, da geht es vom Königseck Gemera am 13. September über den Defender Works, der auch nicht schlecht ist. Am 27. Dezember zu dem Rallycross Ford Focus RS in der Glow Motorsport Edition am 4. Oktober. Dann weiter interessant wird es am 11. Oktober mit dem Miata Spearhawk Edition. Den fand ich eigentlich auch nicht schlecht. Der Rest hier ist jetzt wirklich Müll. Die anderen zwei hier kann man auch eigentlich streichen. Da ist jetzt im Endeffekt, wobei die Lancias sind ja überarbeitet worden. Also vielleicht ist der sogar auch ganz gut. Im Endeffekt sind die dann alle käuflich zu haben. Kann man sich alle kaufen ab dem jeweiligen Datum. Und das sind alles Fahrzeuge, die könnt ihr in The Crew Motorfest jetzt schon übernehmen. Also sobald die verfügbar sind, in The Crew 2 reingehen, Fahrzeug kaufen und mitnehmen. Und dann habt ihr wieder was für The Crew Motorfest. Und damit eigentlich zum wichtigsten Thema des Tages. Für alle, die das jetzt hier gucken, seid ihr noch nur in The Crew 2 oder werdet ihr auch The Crew Motorfest spielen? Habt ihr es schon gekauft? Spielt ihr es vielleicht schon? Oder
Wollt ihr es vielleicht gar nicht haben? Auch das ist ja durchaus eine Meinung, die man haben kann. Also schreibt es gerne in die Kommentare. Ansonsten lasst wie immer gerne ein Like und ein Abo da. Das sind leider alle Informationen, die ich euch zur neuen Season jetzt geben kann. Ich weiß noch nichts anderes. Ich weiß auch noch nicht, was morgen für Events im Summit kommen. Da müssen wir uns relativ mit überraschen lassen. Ich glaube auch nicht, dass es einen Summit-Guide in der Form morgen geben wird, weil wir in der Motorfest-Woche sind. Das heißt, höchstwahrscheinlich bin ich dann gerade live, wenn der Summit live geht. Vielleicht machen wir auch einen First-Try-Summit im Stream und ich lade euch den hoch. Einfach, damit ihr so eine grobe Anhaftung habt, wie ich es fahren würde. Wir konzentrieren uns allerdings zumindest diese Woche, diese Release-Woche von The Crew Motorfest, konzentrieren wir uns rein auf Motorfest. Wie es danach aussieht, ob wir doch noch hin und wieder The Crew 2 Summits auf YouTube bringen, ich weiß es nicht. Das werden wir sehen. Also, lasst euch überraschen, haltet die Ohren steif, schreibt zu allem eure Meinungen und Gedanken in die Kommentare, ich höre sie gerne. Und auch wenn ich nicht auf viel antworte, ich lese sehr viel in den YouTube-Kommentaren, immer wenn ich zwischendurch mal eine Minute Zeit habe. Also, schreibt es auf jeden Fall rein. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend, macht es gut und bis dann. Ach ja, und ich bin übrigens wahrscheinlich gerade live auf Twitch, wenn du das direkt siehst, wenn es uploadet ist. Also, geh auf Twitch, Twitch-Link in der Beschreibung.